Hallo, guten Tag und Dobadan hier auf meinem Kanal. Ich bin Jan Jugo und ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid hier bei einem neuen Twitch-Livestream. Ich hoffe, euch geht's gut und wir starten direkt rein in heute Episode 3 von, ich weiß nicht wie viel insgesamt, aber wir spielen jeden Tag eine. Und heute ist die dritte dran, nachdem wir gestern die zweite gespielt haben und schon noch mehr ins Abenteuer Alan Wake eingestiegen und eingetaucht sind, geht's heute weiter und zwar genau jetzt. Bin sehr gespannt, wo uns die Reise noch mit hinnehmen wird. Kann ich helfen? Ich bin Randolph, der Verwalter. Wir wollen zu Rose, die Kellnerin aus dem Diner. Rose? Ja, nettes Mädchen. Und wer sind Sie? Ich bin Alan Wake. Der Schriftsteller, was? Ich habe im Radio gehört, dass Sie hier sind. Genau der. Ich zeige Ihnen Ihren Wohnwagen. Dabei, Rose ist ein nettes Mädchen. Ich wollte eigentlich gar nicht, dass die Leute wissen, dass ich hier bin. Ich habe ziemlich viel merkwürdiges Zeug im Archiv der Lokalzeitung gefunden. Ja, was denn? Der Ort ist verrückt. Ja, der Ort ist verrückt. Und mysteriöse Todesfälle, moderne Legenden, die wahr werden. Also, wir haben gestern, der Cliffhanger war, dass Rose, die Barkellnerin und auch absolut riesiger Fan von mir ist, dass die fremdgesteuert wurde von der Nonne oder von dieser Frau mit dem Schleier zumindest. Ich weiß gar nicht, was sie genau darstellen soll. Die unheimliche Frau mit dem Schleier in schwarz gekleidet. Und wir müssen leider wirklich lange dem Typen hier hinterher humpeln, merke ich gerade. Oh Mann. Der braucht ganz schön. Dass hier Leute verschwinden, das habe ich ja schon auf dem Polizeirevier gesehen, an den ganzen Fotos. Diese Artikel wurden von Cynthia Weaver geschrieben. Ich habe mich umgehört und sie ist diese verrückte alte Obdachlose. Was, die Lampenlady? Ist manchmal ein bisschen verrückt, aber die ist nicht obdachlos oder so. Ja, jedenfalls. Was macht der da? Kannte sie Jagger und Zane, bevor beide umgekommen sind. Danach hatte sie eine Art Kollaps. Okay, man wird hier versucht, mit möglichst viel Input auf diesem langen Weg versorgt zu werden mit lauter Background, der für die Geschichte natürlich auch wichtig ist. Hier ist der Wohnwagen von Rose. Darf ich fragen, was Sie von ihr wollen? Wir wollen nur mit ihr reden, Kumpel. Ich hoffe ja, dass ich noch ein paar Antworten bekomme. Das wird schon noch kommen. Das wird mit der Zeit schon kommen. Barry, was machst du da? Warum stehst du das einfach vor diesen drei Schmetterlingen? Wie er guckt, als wäre er stoned. Barry, alles klar bei dir? Okay. Hier gehen wir rein. Wir klopfen. Ist Rose jetzt immer noch fremdgesteuert? Ja. Oder? Oh, Mr. Wake. Ich. Nee. Ich bin so froh, doch, dass Sie da sind. Sie ist immer noch Rose, komplett Sie besessen. Haben Oh, ja. Ja? Bitte kommen Sie herein. Seht ihr hinten schon rechts? Da sah man schon, sie hat ein Fanzimmer von mir. Da waren lauter Fotos, hey, und Poster. Das ist ja echt gut. Erstmal einen Kaffee, ne? Ja. Was sonst? Mein Manuskript. Ich brauche es wirklich. Ich habe verstanden. Ich weiß, was Sie brauchen. Eine Muse, die Sie inspiriert. Arthur Barry. Sie hat überhaupt nichts. Ja, hey, ja. Oh, oh. Der Kaffee, oh no. Barry! K.O.-Tropfen. Er auch, oder? Ja. Shit. Fuck. Das ist heftig. Es ist hinter ihm her, versteckt unter Barbaras Haut. Ich bin zu schwach, es aufzuhalten. Machen Sie das Licht an. Wer redet denn da mit mir? Ich habe versprochen, vorbeizukommen. Da war sie. Zu Ihnen und Ihrer Frau. Man muss beenden, was man angefangen hat. Ich bestehe darauf. Sie müssen das Licht anmachen. Das Licht anmachen. Ah. Zurück an die Arbeit. Was? WTF. Mir war übel, wie bei einem Kater. Nur die Wut hielt mich aufrecht. Wie Barry da liegt. Oh, erstmal hier. Wieder. Ich kann Realität und Traum nicht mehr unterscheiden. Oh, shit. Aber eine imaginäre Lektorin hilft mir. Eine alte Frau in einem Trauerkleid. Ich nenne sie Barbara Jagger. Sie ist sehr streng. Ich schreibe immer schneller. Mein Manuskript wird stark überarbeitet. Es wird immer extremer, immer weniger von mir und immer mehr von ihr. Ich hasse es, aber ich weiß, sie hat recht. Ist sie sagt, dass ich so Alice retten kann.
Sie weiß mehr als ich über die komplizierte Beschwörung, die ich vorhabe, über diesen Ort. Sie hat so etwas mit einem anderen Autor schon einmal gemacht, mit Thomas Zane. Das Genre der Geschichte scheint sich zu ändern. Sie wird zu einer Horrorstory. Ich bin nah dran, ich fühle es. Okay, also die Frau, die keine Nonne ist, sondern eine Frau in einem Trauerkleid, die scheint mich hier auch ganz schön in der Version, in der ich das hier alles gerade schreibe, auf dieser Ebene, scheint mich ganz schön zu beeinflussen. Und sie ist auf gar keinen Fall die Gute in diesem Spiel, oder? Würde ich mal sagen. Sondern ich bin von der auch irgendwie wie brainwashed irgendwie. Weil ich ja selber gesagt habe, ich hasse es, ich hasse es, dieses Buch zu schreiben. Aber ich mach's weiter. Rose hatte mir einen Tag gestohlen. Wir blieben weniger als 12 Stunden bis zum Treffen. Ich konnte nur Barry ins Auto packen und mir unterwegs einen Plan ausdenken. Barry war erledigt. Er war zu schwer zum Tragen. Sie schläft da so im Sitzen, oder was? Ja, genau. Nee, ja. Oder aufwachen. Mehr Geld für dich. Barry. Sie ist so verdammt gut. Soll ich ihn einfach hier lassen? Anscheinend. Normalerweise würde man ja eigentlich unter Schock stehen und sagen, oh mein Gott, Barry, was ist los? Wach auf, aber Alan Wake, er ist die coolste Socke. Ihn juckt es einfach gar nicht. Meine Waffe und meine Taschenlampe waren weg. Ich musste Barry möglichst schnell irgendwie ins Auto kriegen. Die Zeit drängte. Das ist doch schon noch meine Mission, ja? Zum Auto gelangen und Barry aber helfen ist schon noch so viel... Wie nennt man das nochmal? Wie heißt dieses Wort nochmal? Wenn man einem anderen hilft, weil man das Gefühl hat, man muss oder man sollte. Hab's vergessen. Oh, jetzt haben sie es. Gott weiß, was sie mit dem Mädchen gemacht haben. Hier ist Agent Nightingale, FBI! Hände hoch, Hemingway! Sie sind verhaftet! Was ist jetzt denn los? Eine Bewegung und ich schieße in ihre verdammte Fresse! Oh Gott. Bleiben Sie, wo Sie sind, Villain! Bullet Time! Aha, wie bei Matrix. Was zum? Ich stehe hier, Sie gottverdammter Vollidiot! Auf einmal Actionfilm. Ich ließ Barry nur ungern zurück, aber ich durfte das Treffen mit den Entführern nicht verpassen. Geben Sie auf, Mr. Wayne. Kommen Sie, machen Sie es uns nicht so schwer. Aufschlag! Durchsuch das Gebiet! Oh, verdammt! Oh! Sniper! Da bewegt sich! Bitte nicht, bitte nicht! Okay, gut. Jetzt wirklich aufpassen. Ich will das alles nicht nochmal gleich machen. Ist das das Monster? Das Monster, das alles macht? Riesige Löcher in die Wand reißt, Bäume entwurzelt und jetzt auch Autos umschmeißt? Man sieht es nicht, ne? Bisher hat man es nicht einmal gesehen, was das ist. Einfach den Polizeiwagen umgeschmissen. Oh! Hubschrauber. Vögel. Holen die den jetzt runter? Boah, die Vögel greifen den Hubschrauber an. Der kracht runter, oder? Gegen den Berg? Oh. Oha. Ja, wir müssen hier lang, ne? Ja. Der Sendemast könnte zum lokalen Radiosender gehören. Maine schien anständig zu sein. Vielleicht könnte er mir den Weg zum Bergwerk sagen. Unnatürliche Schatten klebten am Tor. Das Dunkel, das hinter mir her war, wollte mich aufhalten. Ohne Licht würde ich nicht durchkommen. Okay. Und jetzt aufs Tor richten. Der alte Generator streikte. Ich musste ihn irgendwie reparieren und weiter versuchen. Wie repariere ich den Generator jetzt? Treten. Das ist eine gute Idee. Hau ruck. Sehr gut. Und nochmal.
Jo. Tor ist gebrochen. Also zum Radiosender jetzt, ja? Ist Radiosender gleich Antenne? Ist das ein und das gleiche? Die Antenne ist gleich der Radiosender? Praktisch eigentlich. Boah, das war... Früher, als ich noch so in der... Nicht Grundschule, sondern danach Orientierungsstufe war. Damals gab es noch sowas wie OS. Was war das denn? Ich erzähle gerade eine Geschichte von früher, bitte nicht so fauchen. Da gab es bei uns im Ort auch sowas wie ein offener... Nee, es war der offene Kanal, nicht sowas wie, sondern es war wirklich, der hieß sogar offener Kanal. Und da konnte jeder so seine Radiosendung machen. Und da habe ich auch als Jugendlicher, ja, so mit 10, 11 Jahren, habe ich da eine Radiosendung gemacht. Die hieß Chaos Radio, weiß ich noch. Das war auch wirklich Chaos. Und dieses offene Kanal-Sendestudio war auch direkt an der riesigen Antenne, die so eine riesige Funkmastantenne, die ein bisschen außerhalb vom Ort mitten auf so einem Feld stand. Deswegen Radiosender direkt im Gebäude der Antenne. Ich brauchte einen Moment, um die Blendgranaten zu erkennen. Sie kamen mir sehr gelegen. Blendgranaten? Ich habe auch Leuchtfackeln, okay. Weil die Granaten, die Blendgranaten sind jetzt leer. Aber wir sind auch angekommen. Bei Radio KB irgendwas. Wo steht es? KBFM? KBFFM? Nerv nicht. KBFFM. Bright Falls Radio. Early Bird heißt die Morning Show. Cool. The Night Owl heißt die Late Night Show. Und ein Leuchtschriftzug, sehr sympathisch. Radio Station. Das wiederum sieht ein bisschen aus wie der Radiosender, bei dem ich zuletzt gearbeitet habe. Die haben nämlich auch oben so einen Radio Station Leuchtschriftzug mit dem Namen. Okay. Dann schauen wir jetzt mal rein. Hello. Ich hoffte, Maine würde mir ein Auto leihen. Ah, hier moderiert er. Hallo Lorna, was möchten Sie uns mitteilen? Wie meinen Sie das? Es ist eine Wohnwagensiedlung. Natürlich gibt's da Ärger. Er ist gerade live auf Sendung. Kann ich den jetzt einfach so stören? Er nicht, oder? Hat er auch ein On-Air-Zeichen, was leuchtet? Ja. Nee, das hat er nicht. The Voice of Bright Falls. Oh, vielen Dank für diese mitfühlende Stellung. Den Typen haben wir ja ganz am Anfang. Zuallererst. Das war der erste, den wir getroffen haben auf der Fähre. Diesen Radioreporter, Radiomoderator. Alles zu. Ja, er hat mich gesehen. Klar, ja. Moin. Ah, ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit dafür nehmen, Mr. Wake. Oh, oh. Sie sitzen in der Falle, Dan Brown. Gehen Sie weg von Maine. Lassen Sie ihn. Hey, 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 immer mit der Ruhe. Stecken Sie die Waffe weg. Wir sind doch alle Freunde, oder? Kommen Sie runter, Nightingale. Wir haben ihn. Großer Gott! Was ist denn bloß los mit Ihnen? Da drinnen ist ein Zivilist! Warum schießt der denn auf mich? Wieso will der mich umbringen? Was ist mit diesem FBI-Typen denn los? Ich krieg sie schon noch! Und wenn ich dabei draufgehe, kapiert? Ja, sie kapieren schon! Warum? Warum nennt er mich H.P. Lovecraft? Kommt davon, wenn man sein Buch The Sudden Stop nennt. Es war ganz gut, dass ich May nicht erzählen konnte, wo ich hin wollte. Ich musste die Cops loswerden und das Bergwerk selbst finden. Okay, jetzt war ich wirklich nur, vielleicht nicht mal eine Minute im Radiosender. Der ewige Weg dahin und dann als Belohnung direkt wieder Flucht. Kann ich das bitte anmachen? Schnell!
Oder sind hier keine mehr? Habe ich alle gekillt? Ich glaube schon. Aber jetzt haben wir leider keine Munition mehr, aber da liegt noch welche. Ja, perfekt. Dann sollten wir die gleich nachladen. The darkness controls the taken. Die Dunkelheit kontrolliert die Besessenen. Hi. Hallo Jan, wie geht es dir? Ich hoffe, du hast noch Spaß an dem Spiel. Liebe Grüße. Ja, vielen Dank. Auf jeden Fall. Das Spiel ist schon ganz cool. Bin gespannt, wie ich am Ende, wie ich mit dem Finale oder mit dem Ausgang der Geschichte dann, wie zufrieden ich damit sein werde, denke ich mal. Es wird schon darüber entscheiden, wie ich dann das Spiel im Nachhinein finde, aber so vom Flow und auch von der Action her und dem Storytelling ist es schon auf jeden Fall eine Hausnummer, sage ich mal. Und das Remaster absolut berechtigt und auch ein zweiter Teil. Ich hätte das gar nicht für möglich gehalten, dass es von diesem Spiel nochmal irgendwann einen zweiten Teil gibt. Aber viele Fans haben das auch immer gehofft. Zu Recht auch. Ist eine geile Idee mit dieser Taschenlampe und mit dieser verwobenen Geschichte von verschiedenen Ebenen, auf denen das irgendwie sich alles abspielt. Mag ich sowieso. Sowas mit verschiedenen Zeitebenen oder Parallelen und Paralleluniversen oder halt wie dieses hier. Das, die Geschichte als Buch sozusagen. Hallo? Er ist der größte Dickschädel, den ich kenne. Alice? Alice? Alan. Alan. Ich habe solche Angst. Lässt mich im Dunkeln stehen. Ich brauche Hilfe. Ich sehe dich an, Alan, und das bist nicht du. Etwas anderes. Sieht mich durch deine Augen an. Alice, ich bin hier. Ich habe solche Angst. Lässt mich im Dunkeln stehen. Geht alles den Bach runter. Vorsichtig sein. Kooperieren. Die Verbindung war extrem schlecht, aber das war nicht alles, was an dem Anruf nicht stimmte. Sie hatte unecht geklungen, aber sie hatte angerufen. Komm her! Ja, komm doch. Komm. Kommst du nicht mit durch die Tür mit deiner fetten Axt, hä? Bleibst du einfach stehen. Siehst aus wie ein Walking Simulator. Oh, ich hab nichts gesagt. Oh. Oh, oh, daneben. So. Oh, oh. Der wilde Trecker, oder was? Der... Nein. Der Trecker attackiert mich. Ach, den muss ich auch. Natürlich, ich muss den auch. Ich habe noch eine Fackel. Komm her. Komm ins Licht. Yo. Komm, wir haben den gleich gebrochen. Yes! Okay. Da ist das Fahrzeug. Was mit Barry ist? Mir ist egal, ne? Was ist überhaupt meine Mission gerade? Versuche ich immer noch mit den Entführern wieder zu treffen. Barry ist ja bei der Polizei. Die haben ihn ja gefunden. Noch nie hatte mich der Sonnenaufgang so gefreut. Wir blieben einige Stunden, um zur Mine zu kommen. Zur Mine jetzt? Ah ja, genau. Okay. Zur Mine. Heute würde ich den Entführer treffen.
Er würde mir Alice übergeben. Er musste es. Ein Ertrinkender greift nach dem Strohhalm. Ja, das ist mal richtig formuliert. Denn ich habe irgendwie nicht das Gefühl, Alan tut immer so, als wäre das jetzt eine sichere Sache, wenn er so gesehen jetzt sich mit dem Entführer trifft, dann kriegt er seine Frau zurück. Dabei wird ihm doch dauernd im Fernsehen gezeigt, also in diesen kleinen Ausschnitten, nicht dieses Night Springs, sondern diese anderen Fernseher, wo man dann ihn sieht, wie er im Schuppen sitzt und an seiner Schreibmaschine diese Geschichte schreibt, die wir gerade erleben, dann müsste ihm doch bewusst werden, dass eben nicht einfach Alice ihm einfach übergeben wird von dem Entführer, in Anführungsstrichen, sondern dass es ja irgendwie was damit zu tun hat, wie diese Frau einen kontrolliert und wie sie ihn kontrolliert und er die Geschichte auf dieser anderen Ebene schreibt. Aber irgendwie stellt er sich dumm oder verschließt sich dem Ganzen. Ich habe wieder nichts, keine Waffen und gar nichts. Wieso, wo sind meine Sachen denn? Vielleicht kann ich sie nur gerade nicht benutzen, ich habe sie aber noch wahrscheinlich. Cool, dass ich einfach alle möglichen Autos nehmen kann. Leicht GTA-Feeling. Was ist hier? Ist das schon das Bergwerk an sich? Oder was ist das hier? Weil das da, das ist doch bestimmt das Bergwerk. Oder? Ich denke mal. Gib Gas, Alan. Oh ja, oh ja. Ja, hier ist sie. Bright Falls. Ich sollte den Entführer um 12 Uhr im Hauptgebäude treffen. Wie spät ist es? Das Bergwerk lag still da. Es war jetzt ein Museum. Ach, Alan. Durch die Mittagssonne war es heiß hier. Der Tag zog sich dahin. Ich ging im Kopf verschiedene Szenarien durch, wie ich den Entführer foltern würde, um an Alice zu kommen. Oh Gott. Oder ich überlegte, was er ihr angetan haben könnte. Ich stellte sie mir tot vor. Ich konnte nicht wissen, ob sie noch im Leben war. Es machte mich wahnsinnig. Gefangen in seinem ganz persönlichen Albtraum. Tritt mich an. Es war alles Zeitverschwendung. Der Mistkerl würde nicht auftauchen. Ja, was habe ich auch gedacht, ne? War klar, dass der jetzt hier nicht herkommt. Mike. Wo stecken Sie denn? Planänderung. Sie wissen, wo der Mirror Peak ist? Das ist der große Berg nördlich von Ihnen. Folgen Sie dem Pfad von der Mine aus, dann können Sie ihn nicht verfehlen. Dort ist ein Aussichtspunkt. Ich warte dort. Aha. Ich hab's satt, herumgeschickt zu werden. Sie wollen Ihre Frau doch lebend wiedersehen. Wenn ja, achten Sie besser darauf, wie Sie mit mir sprechen. Haben wir uns verstanden? Ich will mit Alice sprechen. Ja, und ich will das Manuskript. Lassen Sie mich nicht warten, Wake. Hallo? Hallo? Ah! Ich bringe ihn um. Oha. Das Grauen. Da hoch? Da ist Strom drauf, ne? Da müssen wir jetzt wahrscheinlich erstmal abschalten. Und jetzt kann man hier den Strom abschalten. Mhm. Sehr gut. Okay, jetzt nehme ich mal an, dass ich auf dem Weg zurück auch wieder Monster killen muss. Das Auto fährt das denn nochmal einen Moment bestimmt. Ein Tick fährt es mich noch rüber, komm. Noch ist nicht ganz Schrott. Wie fährt... Ne, die Autobatterie da oben ist immer noch voll. Was hat die zu sagen? Das sind einfach jetzt Objekte, die auf mich drauf gefetzt werden. Ja, klar. Ey, nein. Die lassen mich nicht gehen, oder? Doch, bitte. Rein. Oh. Gut. Alles außer Schreiben ist ein Kampf. Ich fühle mich krank. Ich habe es geschafft, nach unten zu gehen. Dort ist ein Schuhkarton mit Büchern und Dokumenten von Thomas Zane. Es fiel mir schwer, aber ich habe einiges gelesen. Er ist ein guter Dichter. Wer guckt? Von Musen und Schöpfern, Beschwörungen an einem magischen See und seiner Macht, die Welt zu formen, von Götterreichen, Träumen und Dämonen,
von dunklen Wesen, die darauf warten, in menschlichen Körpern verborgen zu uns herüberzukommen. Er hat die Kamera quasi entdeckt, oder? Zane schreibt über sich selbst die Vereinnahmung seiner Freundin. Also ich, also Alan Wake hat die Kamera entdeckt. Vor dem See. Zane glaubt, dass er ein Spiegel der über uns liegenden Leere ist, wo eine grausige Kreatur lauert. Mhm. Ich kroch wieder nach oben. Ich werde die Ideen übernehmen. Sie klingen richtig. Sie passen. Soll ich das Jagdgewehr jetzt nehmen? Statt die Pumpgun? Ich habe auch nur noch einen Schuss Pumpgun. Ja, wir wechseln die mal eben. Ja. Ich nehme an, dass man das gleich gebrauchen kann, das Jagdgewehr. Cauldron Lake. Mir kam es vor, als würde ich sehen, wo die Insel und die Hütte mal waren. Ich erkannte ein Licht. Das musste ein Boot sein. Ich war nah dran. Ich musste schnell dorthin. Ich fürchtete, das Schlimmste vorzufinden. Was soll das Schlimmste sein, dass Alice nicht mehr ist, ne? Ich drück's mal so aus. Hey, ich bin hier! Wer ruft denn da? Hm? Ich hab's nicht gewusst. Wir haben seine Frau nicht. Wir wissen nicht mal, wo sie ist. Die ist vermutlich ertrunken. Ertrunken, ja. Ich habe auch Angst vor Wasser. Wer ist der Boss? Von wem redet er da? Was ist hier los? Die Frau. Oh no. Was für ein Drop. Alles danach aus, als würden wir wirklich irgendwo im Wasser sein. End of Episode 3, dass wir irgendwie ins Wasser fallen und dann eventuell ertrunken sind oder sie ist nur ertrunken. Warum habe ich Angst vor dem Wasser? Kann ich sie noch retten? Alles das werden wir dann sehen in der nächsten Episode, in Episode 4. Bis dahin, alles Gute, das war's schon wieder. Ciao, ciao.